Willkommen bei Clash Royale, los geht's! Und damit auch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar bei Let's Play Clash Royale! Yeah! Gut, okay. Ja, übrigens, ich spiele es auch auf einem Android-Emulator namens Bluestacks, deshalb sieht man hier auch die Maus. Ja, so ein Link zum Emulator finde ich in der Beschreibung verlinkt. Ist echt cool, ne? Ja. Gut, und dann machen wir einfach weiter. Ja, geschafft, wir haben gewonnen. Wir haben einfach gewonnen, juhu. Tja, ich habe auch Clash Royale schon vorher mal gespielt, und zwar am kleinen Handy. Da ich sie aber nicht aufnehmen konnte und bei meinem großen Tablet, ich nicht genügend Speicherplatz habe für Clash Royale und so, tja, all das andere fürs Overlay, spiele ich das Ganze auf einem Android-Emulator am PC. Mit diesem schönen Overlay, was ich selber gemacht habe. Ja. Gut, Gut, und hier haben wir jetzt eine Truhe. Wir öffnen die einfach mal. Und ja, wir haben schon geöffnet. Wir haben hier Gold bekommen, Ritter, Lakaien und Pfeile. Jetzt können wir upgraden. Hier. Wir können jetzt drei Sachen upgraden. So. Zuerst soll ich das hier upgraden. So. Das Upgrade bekommt man auch Erfahrungspunkte fürs nächste Level. Und dadurch werden auch die Karten stärker. Ja, wir gehen jetzt auf Kämpfen. Gut, Zeit für eine Lektion in Sachen Verteidigung. Gut, dann fangen wir einfach an. Ja, wollte ich auch gerade machen. Nach Malakain hier hin. Ja, also, BP von Clash Royale ich immer so bringe. Tja, also, keine Ahnung, ich mach's halt dem Pokémon Phoenix Rising, falls ich Zeit hab. Also, falls ich Zeit hab, ne, also es kann manchmal sein, dass es nicht kommt, aber... Aber falls ich Zeit hab, okay, ja. Gut, so ist halt der Ablaufplan und... Tja. Ich habe auch neben unserem Minecraft-Let's Play, also morgen kommt noch weiter Folge des Minecraft-Let's Plays, habe ich auch ein neues Let's Play geplant. Also so ein neues Spiel, ne? Was ist, werde ich vor noch morgen sehen. Ja. Wir machen hier einfach weiter. Ja. Und dass es auch die Truhen gibt, also nach den Holztruhen, wo es bessere Truhen gibt, mache ich auch solche Chest-Openings, ja. Chest-Openings, so heißen die. Und, ja. Hier gibt es auch Emote-Deck. Da, es gibt auch Emojis. Genau, da gibt es jetzt auch neue Emojis, ne? Hol die Emotes aus dem Job. Ja, den kann man aber erst in der ersten Arena freischalten. Also, es war so eine Neuerung, die ich auch irgendwann mal echt lange übersehen hatte, denn ich hatte einmal sehr lange kein Clash Royale gespielt und dann kamen sie viele neue Sachen. Ja, echt gute Idee, dass es neben dem Kampfdeck auch ein Emote-Deck gibt. Ja. Und von Clash Royale gibt es auch immer wieder neue Karten. Das finde ich cool. Ja, Clash Royale haben auch ihren eigenen YouTube-Kanal. Da zeigen sie schon mal. Wenn sie neue Kartenideen haben, dann zeigen sie sie einfach. Ja, hier geht's das mit den Clan, das ist eine Community, aber das können wir ja später machen. Und wir machen jetzt einen Kampf. Kombinieren wir unsere Karten für einen stärkeren Angriff. Okidoki. Ja, das ist auch echt gute Kombo. Riese und etwas, das gegen solche anderen starken Truppen und Karten ist. Und der Ritter, ne? Der ist gut. Der hat auch so hohe Verteidigung.
Also zwar eine niedrige Verteidigung als der Riese, aber dafür eine hohe und kann anders als der Riese angreifen. Ja? Ja, und den Feuerball können wir einfach hier hinschießen. Selber können wir mit den Pfeilen machen. Ja. Gut, und wir haben gewonnen. Oh, da steht eine epische. Das heißt, wir können eine epische bekommen. Da, das stand gerade in der Holztruhe. Gut, was bekommen wir? Okay. Ah, ein Prinz. Gut. Nice, wir haben eine epische Karte und seinen Prinz. Den kenne ich, der macht so Anlauf und kann viel Charme machen. Er ist schwach gegenüber einer Menge Truppen hier, also so zum Beispiel Lakaien oder Skelettarmeen. Der gegen das ist schwach, aber gegen solche Karten, ne, die so ganz alleine hingehen und OP sind, dagegen ist der Prinz echt nützlich und ja, ich bin auch, oh, super, sehen wir uns jetzt bei einem härteren Gegner an, was du gelernt hast. Gut, und ich will auch, wenn ich das mit den kleinen Plänen jetzt geht und ich genügend Gold habe, einen Clan erstellen. Ja, yep, also wenn ich jetzt schon mal so weit bin in dem Spiel, so dass ich jetzt bei Plänen dabei sein kann oder einen Clan erstellen kann, wofür ich glaube meine Erinnerung noch 1000 Stück Gold braucht, dann werde ich einen Clan erstellen und ihr könnt als Zuschauer auch dabei sein und mit mir eine Runde spielen, kämpfen, schreiben. Ja. Im Clash Royale könnt ihr zwar auch auf meinen Discord-Kanal schreiben und auch gleichzeitig auch reden. Link zu dem Discord-Kanal findet ihr in der Beschreibung verlinkt und wow, wir haben es geschafft. Nice, okay. Einen Namen. Gut, jetzt können wir unseren Namen eingeben. Ich nenne mich Mr. Nachtara. Mr. Nachtara. So, das steht hier. Und wir öffnen jetzt diese Holztruhe. Geschafft. Wir haben jetzt hier Gold, Bogenschütze und Pfeile. Krass. Die verbessere ich gleich. Gut, und jetzt zur letzten Herausforderung. Ja. Schön. Jetzt kommt die letzte Herausforderung. Ja, ich mach's jetzt einfach so. Ich setze jetzt da einen Riesen hin. Da hinten die Muskeltiere. Dann auch Bogenschützen. Zusammen sind wir stark. Und da ist... Ach, guck mal. Guck mal da. Ein Ritter. Dagegen können wir jetzt mal den Prinz nehmen. Boom, jetzt gerade Abendlauf. Das macht mehr Schaden. Also das ist echt cool. Gewonnen! Juhu! Wir haben gewonnen! Ja! Wichtig, bitte lesen. Clash Royale ist kostenlos spielbar, aber durch In-App-Käufe kann der Fortschritt beleunigt werden. Diese kannst du in den Einstellungen des Geräts deaktivieren. Tippe auf OK, um Nutzerbedingungen unserer Datenschutzrichtlinie zu akzeptieren. Okay. Da stand halt, dass sie kostenlos ist, aber jetzt, da wir den Shop freigeschaltet haben und jetzt schon in erster Arena sind, ja, und jetzt auch in Clan können, ne? Wenn ich jetzt genug Gold habe, also bald noch, erstelle ich einen Clan, wie schon erklärt, ne? Ja, und da seht ihr, guck mal, jetzt kann man hier auch noch mehr Modes hier holen, ja. Schön. Oh, jetzt können wir den holen, ja. Auf jeden Fall ist die App kostenlos, aber im Shop, da kann man was mit echtem Geld kaufen.
Das ist halt die Sache. Okay, ich verbessere noch den. Oder den. Ach, ich habe nicht genug Gold. Aber eigentlich soll ich auch mein Gold nicht verschwenden. Wir brauchen es hier auch für unseren Clan. Ja, auf jeden Fall sollte Clash Royale eigentlich ab 13 sein, ne? Ich hatte es ja auch erst gespielt, als ich 12 war, ne? Ja, und das passt eh schon. Wir öffnen die schon mal. Und werden sie aber erst öffnen, wenn wir schon 4 Truhen geöffnet haben. Dann kommt ein Chest Opening. Und hier ist eine Holztruhe. Ja, gratis Truhen. Bekommt man immer. Und das sind halt Quests. Also früher, da gab es statt Quests nur gratis Truhen. Ja, aber später, nach einem neuen Update gab es das mit den Quests. Also das war seit 2017, also eigentlich schon ein bisschen was Neues, aber das 2018 so sind, ist es jetzt nicht mehr so neu. Ja. Gut, und das finde ich auch cool, ne? Also hier sind jetzt die Gratis-Truhen. Und das sind die Quests, ja. Dadurch bekommt man etwas so, das kann jemanden dazu motivieren, mehr zu machen. Finde ich voll gut von Supercell gemacht. Ja, denn Supercell sind auch die Ersteller des Spiels. Und ja. Gut, und es gibt ja auch Duo-Kampf, ja. Und ich würde mal sagen, ich sage euch noch den Duo-Kampf. Das wie ein Kampf, also ein Normalkampf, nur dass man mit jemand anderem zusammenspielt. Und dass man jetzt sagen so keine Krone verdient, aber dafür mal eine Truhe. Ja, da ist halt die Sache. Oder ne, es waren Pokale, ne? Das ist mal keine Krone, sondern Pokale, genau. Oh, da ist unser Haupttower aktiviert. Ach, was ein Noob. Also, wie man laut Clash Royale so Tipps hier gehört hat, ist es gut, wenn dein eigener Haupttower aktiviert ist, weil dann kann jetzt, können die schon mal aktiviert sein, ne? Und können jetzt eure anderen Türme hier besser verteidigen. Das ist das Gute dran. Ja, also ich höre mir auch auf YouTube, nehme mal der Tipps von Trimax, also bisher schaue ich nicht viel Trimax, aber früher und da habe ich viele Tipps von ihm gesehen. Also die, die ich kenne, das ist so ein berühmter und auch echt guter Clash Royale Spieler, also YouTuber Deutschlands und ja. Das ist wirklich cool, ne? Ja. Also meiner Meinung nach von den Top 5 Clash Royale YouTubern Deutschlands der beste. Ja. Okay, dann werfen wir mal einen Feuerball. Und er schickt einen PK. Ah, da brauchen wir echt die Pfeile. Perfekt, also die Pfeile sind bei Truppen sehr effektiv, aber bei so Türmen und so Karten, die OP sind, also der so hohe Verteidigung haben, das meinte ich mit OP, tja, bei denen ist es nicht sehr effektiv, aber bei so kleinen Truppen mit einer schlechten Verteidigung ist es wirklich sehr effektiv. Also Lakaien, Skelette und noch viele mehr. Ja, das hier, na, ganz schnell weitermachen. Hopp. Und gewonnen! Juhu! Tomatensaft! Ja! Man hat schon vergessen, ne? Man kann auch hier fragen, ob man noch ein Spiel haben möchte oder einfach schreiben, ne? Gab es seit irgendein Update schon? Ja. Aber wir verlassen jetzt einfach, weil er nicht noch immer spielen möchte in der Stadt, dass er schon verlassen hat. Ja, und wir bekamen jetzt keinen Pokal beim Duo-Kampf, aber dafür werden wir beim richtigen Kampf einen Pokal bekommen. Ja, also ich kann auch manchmal vor der Aufnahme
auch ein wenig noch spielen. Tja. Aber ja, sonst nehme ich sehr viel auf. Also ich mache es so, erst so viel Karten schicken am Anfang und dann werde ich später, so wenn es eigentlich tun sollte, was haben wir zu dem richtigen Zeitpunkt die Karten jetzt benutzen. Also erst abwarten, was der Spieler macht und dann mit seinen Verteidigungen nachsehen, was man so machen kann. So macht man es jetzt auch später besser, ja. Das sind dann auch solche Tipps hier. Ja, man kann aber auch statt dem Warten jetzt schon mal so Riese oder so schicken, falls man schon während dem Warten hier viel Elixier bekommt. Das ist auch der Vorteil ans Warten. Man bekommt mehr Elixier am Anfang. Und zack. Geschafft. Ach, die kriegen wir schon kaputt. Und seht ihr? Ganz einfach. Jetzt gehen wir mal auf diesen Turm. Na, guckt ihr mal. Gut, Planänderung. Wir nehmen jetzt den Prinzen und greifen den Riesen an. Gut, die Bogenschützer greifen Lakaien und Kobold an. Jetzt setze ich hier einfach einen Pfeil hin. So, die Musketieren greifen den Babydrachen an. So, Ritter gegen Bogenschützern. Shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay. Ah, gleich ist eh vorbei. Okay, du musst jetzt keine Sorgen machen. So, Pfeile. Das ist auch gut gegen Bogenschützen. Diese Kobolde. Boah, zum Glück ist auch jetzt erst, ne, so vorbei, ne? Gut, ja. Super. Wir haben es geschafft. Nice. Ich würde mal sagen, wir spielen noch eine Runde, dann können wir den Part beenden. Aber gut, ja. Wir nehmen es abwarten, okay. Okay, am Anfang brauche ich das nicht tun. Ich kann auch einfach so, wie man es oldschool macht, so machen. Okay, die Kobolds sollten kein Problem sein. Ja. Boah, danke, dass du mein Haupttor aktiviert hast. Jetzt ist mir das Verteidigen leichter. Ja, also er muss doch viel lernen, ne? Ja. Gut. Vor der Musketier noch der Ritter, weil er auch so hohe Verteidigung hat und gleichzeitig angreifen kann. Und also wie man sieht, kenne ich mich schon gut mit dem Spiel aus. Ich weiß auch noch, ich hatte es so bei meinem Handy. Ich hatte es einmal bei meinem privaten Account. Hier auf Arena 6 geschafft, also bis auf Arena 6. Also war mein alter Account, nur später als ich das
Handys so, tja, neu aufgesetzt habe, also so, tja, neu gestartet, komplett neu gestartet, hab, weil ich aus Versehen mein Passwort vergessen habe, ne? Obwohl ich das immer gewusst habe. Jetzt mal gebe ich bei meinem Handy kein Passwort ein. Zur Sicherheit. Ja. Besser keins. Oh, besser bin ich auf dem Handy nicht so weit. Ich bin auf Arena 3. Aber ich bin halt nur nicht so weit, weil ich derzeit wenig spiele. Und ich gebe zu, ich hab's ja heute derzeit schon auf schon das Clash Royale Handy gelöscht, aber war nicht lange her. Erst so in diesem Jahr habe ich es gemacht. Und jetzt spielen wir es wieder, diesmal auf dem PC als Let's Play. Ja, so ist halt das Ganze hier. Und so. Gut. Ja, also ich kannte so Clash Royale, als bei YouTube immer so Videos über den Spiel gemacht wurden und für mich sehr spannend aus. Deshalb wollte ich auch mal so das Spiel. Und 3 Kronen! Juhu! Wir können auch durch diesen Kronen hier, die wir verdienen in einem Kampf. Ja, schau mal, jetzt haben wir 30 Trophäen, ne? Das meinte ich auch. Am besten haben wir jetzt so 60, oder? Oder mehr? 60, gut. Jetzt haben wir hier so Thron voll. Und schau mal, das ist die Kronentruhe. Wenn wir die voll füllen, dann bekommen wir ja auch was von der Truhe. Ja, tja, dann würde ich mal sagen, euch hatte diese Folge Clash Royale gefallen. Also ich hoffe, dass es so ist. Wenn es euch gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ciao!